Abend, Tobi. Servus. Du hast eine CX gebaut? Ja. Die zeige ich mir jetzt mal, den YouTuber, für den nächsten Wochenrückblick. Ne? Oma. Das ist der Tobi. Der hat diesen Apparat hier gebaut. Darf ich es nochmal schon auch mit draufnehmen? Okay. Hast du alles TÜV, ne? Ja. Hast du gerade erzählt? Alles TÜV. Das ist Tobis CX. Geil. Nur mit dem Reifen hinten bin ich nicht mit dir einverstanden. Der ist in der Mitte abgefahren. Du musst bei uns sind die immer in der Rhön rechts und links an der Seite abgefahren. Bei in der Mitte. Gibt's nicht so viel Kurve. Ah, da gibt es nicht so viel Kurve. Aber hier, Tobis CX ist schon richtig geil. Und breite Länge hat er auch drauf, weil er nicht so viele Kurven hat. Der Tower ist auch cool. Tobi, du hast aber hier noch ein paar Extras dran. Ne? Zum Beispiel, die Bremsen sind keine CX-Bremsen. Nice, Boldor. Boldor. Die Bremse hat Lauch, gell? Okay. Und die Gabel hast du auch irgendwie geändert da drin? In der Feder? Die Federn probiert. Mhm. Und das hast du alles selber gemacht? Ja. Du bist echt ein Künstler. Du bist Schreiner vom Beruf, hast du mir erzählt. Richtig. Hier Leute, guckt doch mal hier. Ob man Schreiner ist oder sonst irgendwas. Das hat alles Tobi selber gemacht. Das Ding ist geil. Wenn ich so in die Kleinigkeiten gehe, weißt du, das ist alles einfach geil. Das ist eine saubere Arbeit. Da gibt es immer gar nichts. Und du hast den Rahmen rot gemacht, da hast du ja auch irgendwie dir dabei was gedacht. Gefällt dir? Freut mich. Rot diese rum. Gut. Ich habe auch schon mal Honda gehabt, rot. Aber da habe ich den Rahmen wieder. Egal, es ist ja alles nur Geschmackssache. Das Ding ist richtig schön. Das sieht richtig cool aus. Tobi, geile Arbeit, was du gemacht hast. Gut, du musst jetzt beenden. Und du hast sogar hier diese Auslösschalldämpfer eingetragen gekriegt. Ja, Moment, will ich gar nicht die Nummer erst zeigen. Aber Tobi hat alles eingetragen. Guten Abend, mein Freund. Grüß dich. Du bist ja auch schon da. Bist du noch am Arbeiten um die Uhrzeit? Ja. Unverschämt. Ja, naja, gut. Yeah. Du weißt ja, wie das ist. Wir finden ja kein Ende. Schade. Aber hier, jetzt guck mal hier, im Tobi Side CX500, ja, das ist schon eine Augenweide. Das Heckmaschinchen habt ihr gebaut, wieder mal. Nee, er hat selber gemacht. Hat selber gebaut? Ja, das nur er hat's gemacht. Tobi? Ja. Geil. Okay. Jo. Man kann viel, wenn man will. Ne? Ja. Und jetzt hast du das System abgemacht. Leute, guckt doch mal. Das habe ich eben gar nicht gefilmt, wie aufgeräumt das ist. Und du hast diese Batterie drin? Ja, funktioniert einmal frei. Die habe ich auch schon ein paar Mal probiert, funktioniert nicht immer. Aber hier echt aufgeräumt. Du bist Schreinermeister, du bist echt ein Künstler. Du bist nur Meister nicht. Noch nicht immer Meister. Nicht immer Meister. Also das, was du da hier machst, ist meisterhaft. Tobi, ich bin stolz auf dich. Da. Nur da. Der Ralf hat die Pizzas ausgegeben. Ja, und? Sie stehen vor uns. Reispizza. Ja, aber es ist doch nicht meine Pizza. Das sind unsere Pizzas. Mehr ist ja nicht eine ganz Pizza. Das wird, wenn dein Nikotinbrötchen nicht schmeckt. Ja. Ja, pass mal auf. Dann mach ich dann mal. Geil. Ja, pack uns einfach. Guten Appetit. Und du das erste Stück. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Danke, bitteschön. Ich nehme auch eins. Das geht doch. Edo. Jawohl. Du kommst hier an. Was hast du da für Harry? Ja, extra für dich, dass du endlich mal auf Auto umsteigst. Ich steige nicht auf Auto um, das kannst du der Hase. Deswegen habe ich dir einen Schlüsselanhänger noch reingetan. Aha. Das kannst du dir ans Moped dran machen. Schau. Ein Traum. Das ist von mir zu Hause. Hi. Und das hier, boah, geile Bonze, oder? Das sind ja gar keine Zylinder, das ist ja Schokolade da drin. Geil. Also, für dich, Stefan. Und aber du hast noch mehr mitgebracht. Moment, ja. Ich will sie mal ins Bild zeigen. Genau. Bier. Ulm-Bier. Wo kommt das her? Von der Nähe von Ulm. Aus Ulm kommst du? Ja, nicht ursprünglich. Mittlerweile. Ja, aber da bist du jetzt so daheim und hast auch jetzt 3 Flaschen Bier mitgebracht? Ich habe sogar 4. Eine andere Flasche. Ja, okay, ja, gut. Ja, ist ja logisch, oder? Verschiedene Sachen hier. Ja. Uli, du bist uns. Uli, mach nicht rum hier. Du bist uns sympathisch. Die neue Version. Ja, die neue Version. Du weißt voll Bescheid, ne? Ist so aus. Hochschiff, Leute, habt ihr es wieder gehört? Jetzt der Uli kommt aus einer ganz anderen Region, hat schon erfahren, dass wir ein neues Hochstift-Logo haben.
Genau. Nein. Hier haben wir es doch. Mehr sage ich jetzt mal nichts. Genau. Dich hatte ich gestern schon drauf. Ja? Ja, hast du, bist du satt geworden gestern Abend? Hab ich, ja, ja. Gut. Ich war aber da oben in der Kneipe, ja? War ich geblieben. Okay. Wollen wir hier erstmal durchfilmen, was hier überhaupt los ist hier? Bei dem habe ich heute Morgen schon die Bremse repariert. Guten Morgen, habt ihr alle ausgeschlafen? Ja. Gut. Der hat heute Morgen Simmering repariert, hat mir erzählt. Der BMW. Ein Traum. Eine grüne Cover. Das ist ja alles schön. Guten Morgen. Moin Moin. Ich mache gerade mal einen Film hier. Mal die BMWs und die Hondas fotografieren. Guten Moin. Moin. Stefan. Auch schön gemacht, ne? Die haben schon alle gute Ideen. Die hatte ich. Der hat hier übernachtet. Dreizylinder Yamaha. Klasse. Und hier auch wieder 750 schön gemacht. Geil, geil, geil. Und hier geht's weiter. Was ist denn hier alles noch los hier? Warte mal, machen wir erstmal hier. Schön. So richtig oldschool. Ein Traum. So, die stehen ja bis da vorne hin. Das ist ja der Hammer. Cool. Aber hier haben wir auch wieder was Schönes. Aupoldor. Geil, einfach in dem Style, wie sich das gehört. Geiler Auspuff hat er. Und hier, ne? Gerade die Fliege. Fliege, ne? Oder? Ja, ja, da hat er Fliegegitter drin. Schön. Ein Traum. Ja. Ich auch noch mal fotografieren hier hinne. Oh. Wenn wir alle durch haben hier. Fotografieren oder filmen? Filmen. Hast du alles noch schnell gerettet. Ja. So, die Jungs sind startklar. Es geht rund. Sitzen noch nicht alle drauf. Yes. Die Herde. Wahnsinn. Ja, endlos hier.
Hause. Geht das so? Super. Wunderbar. Gut. Beste. Perfekt. Gut. Wir heizen da vorne so. Ich heize überhaupt nicht. Verstehen Sie? Ja. Ja. Sind da ich hier? Gut. Rein. Wenn du da spuckst, macht es eine Gäse. Kommen die bei der Raserei die Reifen auf Betriebstemperatur? Gerade so, gerade so. Nee, du, ich bin dir zu langsam. Ich habe extra Luft rausgemacht, dass es schneller warm ist. Scheiße. Alles okay. Jetzt habe ich gedacht, ich gebe alles und jetzt bin ich wieder zu langsam. Sprengspur auf der Straße, die irgendjemand verliert. Ja. So Typen gibt es auch. Und da. Jetzt habe ich es drauf. Die BMW wird den Berg hochgeschoben. Schwer ist das. Scheiße. Trotzdem auf 1000 Kilometer. Also Kollege, mal Frühsport hier. Ja. Ah, die wiegt bestimmt. Seid ihr heute mal aus dem Bett gekommen? Ja, klar. Okay. Wir haben es gegen Sau gerade. Ja. Deine? Ja. Geil. Cool. Schön BMW. Wollen wir mal durchfilmen. Hat gerade einer gesagt, wir sind über 30 Mann. Ja. 40. Gut. So, haben das gepackt erstmal hierher, die große Gruppe. Wir sind jetzt hier in Ostheim. Wenn man da hochguckt, Leute, da ist die Burg. Da wollen wir hin. Aber mit den Raser sind wir ja viel zu schnell. Ne? Wir sind ja hier viel zu schnell. Gott. Ja. Cool. Klappt das mit uns weiter auf dem Motorrad? Ja. Gut. Klappt da gut. Aber oder? Du nimmst ja her den Rucksack, da hast du mehr Platz. Ja, genau. Okay. Auf jeden Fall, was du da gebaut hast. Vogel. Okay. Wir haben da auch so einen Laserspezialisten. Ja. Ach so. Yeah. Der Halter ist geil. Cool. Der ist richtig schön. Ne? Ist gut. So, jetzt laufen wir in Ostheim ein. Ne, ich mache hier Kameragespräch. Ostheim. Okay, das sind hier die Wasserwerke von Ostheim. Jetzt geht's auf die Lichtenburg, noch knapp 2 Kilometer. So, da oben ist der Turm, da geht's jetzt hin.
sehr altgepackt, wie es aussieht. Gut, alles eingepackt. So, jetzt geht's hier rein. In die alten Gemäuer. Allhunger. Ups. Die ganze Herde. Ja. Ja, ja. Juli, warum hast du die Marionette mitgebracht? Ja. Das ist ja du machst Dinger her. Ja. Ich hab mich schon auf das Mädchen gefreut. Beim nächsten Mal bringe ich die mit. Verspreche ich dir. Marion, wenn du das hörst, ne? Ich will dich dann nächstes Mal sehen. Oh. Ne? Weiß Bescheid, der bringt dich mit, hat er gesagt. Und dann setz dich bei mir hin drauf, bei dem nicht. Ihr habt schon gegessen, gell? Ja. Ich habe immer noch nichts. Nee. Na gut. Willst du auch alle? Nee, ich denke, die kommen. Ebe kommt. Ebe ist er da. Ebe ist er da. Und hier steht schon in der Bibel, die Letzten werden die Essen. Das stimmt. Die Essen. Hast recht. So, jetzt kommt's. Die Portwürstchen da. Ein Traum. Komm auch rein, bevor sie kalt werden. Seid ihr satt geworden, oder? Ach so. Na ja. Okay. Ja. Wird ein bisschen mehr sein. Ja, ist halt so, ne? Dafür trinken wir mehr. Ja, okay. Mein Freund. Wir zwei sind doch eh kinderfreundlich. Dann du, zeig das, dass du kinderfreundlich bist und du diesem armen Kind hier die Ace verkaufst. Ich gucke mal, ob es noch irgendwo eine gibt. Ja? Wir bleiben in Kontakt. Das kleine Kästchen tut uns verbinden. Sie. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir wieder Rhöner Feldwege. Leute, soll ja mal die Rhön ein bisschen kennenlernen. So. Motorräder. Guck mal hier, was für eine Schlange. Wahnsinn. Oh, da sind wir wieder. Ja.